Okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Okay, wie kommen wir denn jetzt hier? Hallo? Oder müssen wir erst... nochmal mit Doc reden. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Isla Obacht klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Aha, also auf der Insel, ich schreibe das mal auf, Isla Obacht. Isla... Stift. Isla Obacht. Funkturm. Schreib das schon mal auf. Das ist, wird, denke ich mal, eine Aufgabe ja sein, ne? Und Gewitter. Vielleicht muss man sich ja dagegen ausrüsten oder so, weil Gewitter ist ja schon nicht ohne, ne? Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. So, Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Na klar. Ich würde jetzt aber gerne weiterfahren. Ah, ich hätte einfach nur Porta Fisco. Dann wollen wir da mal hin. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Okay, mit dem können wir nicht interagieren. Hä? Brennendes Fass. Stromumkehrer, das ist auch etwas, was wir, denke ich, schon mal brauchen werden. Haben wir dann hier. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will,
tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. So, einen Moment. So, ich habe mich nämlich gerade hier schön eingemummt in der Decke. Na, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mein Headset-Kabel nicht überfahre. So, jetzt sitzt alles so halbwegs. So, fangen wir wieder von oben an. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Lol. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen. Glaub mir. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Lol, wir können wirklich die Banane stehlen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Lol. Okay, dann müssen wir es vielleicht mit der Banane gleich machen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, naja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Okay. Jetzt müssen wir... Boah, das stinkt aber wirklich. Also, sieht das zumindest so aus. So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich. Also, was wollt ihr wissen? Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn?
Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das... Ich mach das mal weg mit dieser Beziehung. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Okay, also wenn er jetzt hier erstmal sagt, was hat das mit eurer Beziehung zu tun, was auch immer, das mache ich dann weg, weil das wird, denke ich mal, jetzt immer so kommen. Was wird aus Deponia? Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern.
Okay. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Na, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich gerne...